Ich hasse sowas, ihr Lieben. Wer hat da seine Griffe dran gerannt? Servus, Grüezi und hallo miteinander. So, es gibt wieder eine neue Foundation zum Austesten und diesmal eine, die wollte ich schon selber schon öfters mal probieren. Einfach nur, weil es mich interessiert, wegen dem hier, Born to Glow. Und jeder weiß ja, Glow ist ein Dauerbrenner. Also Glow ist das, wo du nie falsch liegst. Jedes Jahr, immer wenn Trends kommen und, ist dieses Glowy, Natural und so weiter immer dabei. Und, sind wir mal ehrlich, Glow ist auch perfekt für den Best-Age-Bereich. Ja, weg von diesen ganzen putrigen und zugebombten Make-ups, wo keinerlei Struktur und wo einfach nur noch alles matt und einfach zu beladen ist. Schön, natürlich, glowy. So, dieser Natural-Look einfach, das ist perfekt für jedes Alter. Und zwar egal ob 16 oder 60, egal ob ohne Fältchen oder mit Fältchen, egal ob Mann oder Frau. Also quasi tatsächlich, ja, ich kann genauso glowy Make-up tragen. Also es sieht einfach nur frischer aus. Und darum lieben wir glowy Looks. Aber ist diese Foundation hier von NYX tatsächlich so gut? Also, wir haben hier NYX Professional Make-up Born to Glow. Naturally Radiant Foundation for the Tour Liquid Radiant. Was auch immer das heißt, wir haben hier Natural Blub. Was haben die hier für einen Ton? Steht es hier noch drauf? Den wollte ich dir eigentlich sagen. Nude. Ich habe den Ton Nude, weil ich gedacht habe, der sieht hier beige aus. Ich gucke ja mal so ein bisschen nach dem optischen Beige. Heller, es geht im Winter rein, wenn ich die Produkte dann das irgendwann verschenke. Dann brauchen wir jetzt keine dunkle Töne, sondern eher heller, also Nude. Ja, jetzt gucken wir mal. Ich bin gespannt, ihr Lieben. Ich bin wirklich gespannt. Born to Glow. Schwarze Verpackung, Gold, sieht sowieso edel aus. Dann würde ich mal sagen, wir testen das Ganze mal. Oh. Oh. Lieber DM-Markt. Man hat hier doch tatsächlich die Foundation geöffnet. Das war nicht ich. Die ist eigentlich neu. Ich hasse sowas, ihr Lieben. Ey, an die Leute. Bei den Foundations, unten drin ist immer ein Tester. Und genauso war bei der Natural Born to Glow NYX auch ein Tester, genau unten drunter. Und dann nimmt man nicht ein Original und macht die Original auf. Weil ansonsten kommt so jemand wie ich und investiert Geld, auch wenn es nicht viel ist. Und vielleicht freut sich jemand über eine neue Foundation und macht das auf und denkt sich, what the fuck, wer hat da seine Griffe dran gehabt? Wie lange ist die schon offen? Und kann ich die jetzt in den Müll schmeißen? Naja, theoretisch müsste ich sie jetzt zurückbringen, aber ich will das Video abdrehen. Ich scheiße jetzt mal drauf, aber ey, sowas geht gar nicht. Die Leute gehen im Drogeriemarkt mit den Produkten um, wie die Vollidioten. Sorry, jetzt muss ich nachher bei, wenn ich das Video monetarisiere, Ausdrücke mit dazu machen, aber sowas nervt mich eh. Also, dass man auch alles aufmachen muss und seine Griffe reinstecken muss und ey, dafür gibt es Tester. Meine Güte. So. Also. Born to Glow. So. Geruchs. Riecht wie Make-up. Ist es nichts drin, wo duftet? Sagen wir es mal so. Konsistenz. Flüssig. Ist schon mal gut, flüssig. Ich sehe jetzt aber ehrlich gesagt vom ersten Eindruck, wenn ich jetzt hier so drauf schaue, nichts Spezielles, wo ich denke so, wow, das sieht richtig schön glowy aus oder das hat einen leichten shimmering Effekt oder so. Nee, die Foundation sieht stinknormal aus. Ich bin gespannt. Weil Born to Glow muss ja schon etwas haben vom Look her, was die Haut auch wirklich zum Scheinen bringt, so ein bisschen. Und ich habe aber, also ich bin gespannt, es muss ja irgendeine Lichtreflexion drin sein, weil ansonsten habe ich ja hier gefühlt eine stinknormale Foundation.
wie alle anderen halt auch. Also, wie gesagt, jetzt mal von der Deckkraft her, auch wieder hier, super. Deckkraft ist völlig in Ordnung. Ja, kann man auf jeden Fall nichts dazu sagen. Schön natürlich. Jetzt gehen wir wieder hin mit dem Kabuki und arbeiten das mal in die Haut ein. Die Farbe ist sehr schön, gefällt mir sehr gut. Also, wenn du für den Winter ja, eine tolle Farbe haben möchtest, Nude. Die Farbe ist echt cool, muss ich sagen. Also, vom Auftragen her auch, finde ich gut. Lässt sich gut auftragen auf der Haut. Jetzt polieren wir. Warum machen wir das? Naja, wir wollen natürlich mit wenig schon sehr viel erreichen und wir wollen natürlich auch einen natürlichen Look erzielen, denn das ist ja wichtig. Wir wollen nicht zugeschminkt aussehen, wir wollen einfach mit wenig Produkt eine richtig schöne Deckkraft erzielen und darum polieren wir, denn nur damit erreichen wir genau das. Einen natürlichen Look, der geschminkt ist, aber nicht geschminkt aussieht und wir einfach nur ebenmäßig wirken und vor allem um die Foundation langanhaltend zu machen. Ja, das soll auch den ganzen Tag halten. So, also. Erster Eindruck. Born to glow. Ich drehe jetzt mal meinen Kopf. Es ist ein bisschen glowy. Minimal, oder? Also wenn ich jetzt meinen Kopf drehe, ebenmäßig, schöne Deckkraft, nicht zu arg, nicht zu wenig. Ja, also quasi, man kann, wenn ich das noch mehr drauf gehe, auch bestimmt Fullcover arbeiten. Definitiv, bin ich mir sicher. Fullcover müsste funktionieren, also auch Schichten. Weil wenn ich mit so wenig schon so viel erreichen kann, ist schon mal gut. Mir geht es aber eher jetzt vor allem um Born to Glow. Ist der Glow im Gegensatz zu anderen Foundation da? Minimal, oder? Ich drehe meinen Kopf, ja, minimal, weil Glow ist das Schöne. Glow macht ebenmäßig. Glow ist wie ein optisches Bügeleisen und gleicht die Haut optisch aus, vor allem wenn schön Licht drauf scheint. Ja, also es müssten lichtreflektierende Eigenschaften, Partikel mit eingearbeitet sein, die wie Spiegel funktionieren, sich in den Poren absetzen, das Licht scheint drauf, das Licht reflektiert, also die Spiegel reflektieren sozusagen und die Haut wirkt optisch ebenmäßiger. Und darum wollte ich diese Foundation unbedingt mal testen, ob dieser Effekt, dieser Glow auch wirklich darin ist und wie stark er da ist und wie es einfach von Ergebnis ist. Und ich muss sagen, auch hier, wir gehen, wie gesagt, nie auf den Inhalt ein, auf das Langfristige, sondern rein auf den Effekt. Ganz wichtig, das ist keine Empfehlung für eine dauerhafte Anwendung, weil dauerhaft gibt es natürlich Produkte, die vom Inhalt her wesentlich besser sind für die Haut, da bin ich mir sicher. Ja, da bin ich mir sicher. Jedoch für den kurzfristigen Effekt muss ich sagen, vom Ergebnis her schön, oder? Was sagst du? Schreib mal in die Kommentare, schau dir das mal an. Wir haben den Glow, es ist ebenmäßig, es lässt sich einfach auftragen, wir könnten sogar noch Fullcover drüber, noch intensiver das Ganze schminken. Es ist nicht zu glänzig, ja, das war für mich auch wichtig. Und auch hier wiederum, schöne Foundation. Es gibt wieder nichts zu meckern, außer wie gesagt, Inhaltsstoffe. Sodiumchlorid. Titaniumoxid. Ja, also, das sind wahrscheinlich wieder Dinge drin, die wollen wir jetzt mal gar nicht, Dimethylsulat, die wollen wir es gar nicht auseinandernehmen. Ja, also langfristig gesehen wird da wahrscheinlich jetzt nicht gerade der absolute Burner drin sein. Glyvolin, Glykol, Dimethikone, also ja, Dimethikone. Ja, also Parabene und Silikone und so weiter. Ja, es ist halt auch ein günstiges Produkt. Ja, man muss dazu sagen, es ist einfach ein günstiges Produkt. Da muss man Abstriche ziehen. Wenn es aber man nicht den nötigen Geldbeutel dafür hat und man sucht etwas, um einen leichten Glow-Effekt zu haben, eine schöne ebenmäßige Haut, ja, möchte nicht viel investieren. Ja, vielleicht sagst du auch, hey, ich suche nur eine Foundation, wenn ich mal weggehe und möchte da ein tolles Ergebnis haben, finde ich die ganz cool, ehrlich gesagt. Ja, Born to Glow von NYX, effektmäßig, super zum Weggehen, schön, ebenmäßiger, langfristig, hol dir da was Gescheites. Na, cool, ey, was sagst du? Schreib mir gerne mal deine Meinung in die Kommentare und ich bin wieder, beim nächsten Mal testen wir, ich habe mir noch geholt, die
Jetzt pass auf. Ah nee, ich wollte, ob da auch schon gepunkt worden ist. Beim nächsten Mal testen wir die Trend It Up Perfect Poreless Matte Foundation. Hasse ich ja. Ja, also hasse ich ja. Aber auch da müssen wir durch. Hält bis zu 24 Stunden. Das ist also, das sind zwei Dinge. Hält bis zu 24 Stunden. Und Matte Foundation. Diese zwei Aussagen sind schon mal zum Scheitel verurteilt. Warum erkläre ich dir beim nächsten Mal, warum das langfristig auf jeden Fall nichts Gutes ist. Aber das testen wir beim nächsten Mal. Hier bin ich wieder optisch beeindruckt, muss ich sagen. Ja, für einen kleinen Geldbeutel. Inhaltsmäßig kann ich mich bloß wiederholen. Naja, würde ich es nicht gerade jeden Tag drauf machen, aber ja. Bis zum nächsten Video. Rock the Makeup, dein Make-up-Rocker. Und vielen lieben Dank für deine Zeit. Abonnieren, nicht vergessen für weitere Make-up-Tests. Ehrliche Meinungen und schreibt mal in die Kommentare, welche Foundation soll ich noch testen? Was ist noch gut? Oder wo soll ich nochmal mein Feedback dir sagen? Und ich glaube, beim nächsten Mal haben wir die erste Foundation, wo ich nicht positiv rede. Schauen wir mal. Rock the Makeup, bis zum nächsten Mal.